Supermoto versus Cross, welche taugt im Alltag mehr? Also je nachdem, wo man wohnt, ist da ja tendenziell eher eine Straße für den Alltag. Also definitiv eine Supermoto. Da kannst du einfach ein bisschen mehr mitmachen. Versteht mich nicht falsch, ich finde Enduros super, super geil. Aber ich weiß auch, wie viel Stress man mit Enduros kriegt oder kriegen kann. Denn ich hatte einen Strandbuggy, ich hatte einen Quad, ich hatte früher eine Enduro. Es gibt einfach nur Stress im Wald. Deswegen Supermoto für hiesige Gefilde, also in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei uns in NRW. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, Supermoto ist alltagstauglicher in meinen Augen. Wenn du jetzt öfter mal auch in Urlaub fährst und dein Motorrad da mitnehmen kannst, dann eine Enduro. Denn das macht natürlich in vielen Ländern richtig, richtig viel Spaß.